Moin Leute, Alex hier. Wir haben uns im letzten Video die Dräger FPS 7000 Maske in Überdruckausführung angeschaut mit ESA-Anschlussstück. Und passend dazu werden wir uns in diesem Video die Verbindung zwischen Pressluftatmer und dieser Maske anschauen. Und zwar den Lungenautomat, den PSS von Dräger mit ESA-Anschluss. ESA steht für Einheitssteckanschluss, auch rot gekennzeichnet, genau wie die Maske. Den werden wir uns mal genauer anschauen, wie man den richtig konnektiert, diskonnektiert, den Aufbau und die Funktion. Also bleibt dran und viel Spaß. Der PSS-Lungenautomat hat hier einmal die Verbindungsleitung zum Pressluftatmer, die Mitteldruckleitung. Diese geht vom Pressluftatmer hier hoch zum Lungenautomatgehäuse. Dieses besteht aus stabilem, widerstandsfähigem Material. Und ist bedeckt mit einer Silikon-Gummibeschichtung hier. Diese lässt sich auch ganz einfach lösen. So. Die kann man auch komplett vom Lungenautomat entfernen. Das ist nochmal ein extra Schutz gegen thermische Belastung, gegen Chemikalien und natürlich auch gegen mechanische Belastung. Man sieht hier oben diesen roten Knopf. Das ist der Reset-Knopf. Der befindet sich hier oben mittig auf dem Lungenautomat, damit man ihn vernünftig findet und den Lungenautomat somit resetten kann. Was das genau macht, dieser Knopf, das schauen wir uns gleich an. Bei den Überdrucklungenautomaten ist meistens rot gekennzeichnet. Hier vorne am Lungenautomat haben wir einmal den Verschlussstopfen, damit kein Dreck reinkommt, und den ESA. Das ist der Einheitssteckanschluss. Der sieht so aus, der hat hier zwei Klauen hier vorne, die lassen sich hier links und rechts, befinden sich Knöpfe, dadurch lassen die sich lösen und diesen Stutzen hier vorne dran. Zum Konnektieren an der Maske ist das ganz einfach. An der Maske haben wir einmal das Rundgewinde für den Filtereinsatz. Wenn ihr da weitere Informationen wollt, oben rechts ist das Video für die Maske hier. Und hier rundherum ist ein Ring, der einen Überstand hat. Um das zu konnektieren, müssen wir nicht schrauben. Wir stecken das einfach zusammen, bis es klickt. So, ist fest. Das ist flexibel hier an der Maske, genau wie die Mitteldruckleitung auch. Das heißt, man kann vernünftig arbeiten. Und zum Diskonnektieren die beiden drücken und einfach rausziehen. Die Dichtheit entsteht einmal hierdurch. Weil dieser Stutzen geht hier rein in das Einatmventil und durch den Ring, der hier fest drumherum sitzt. Des Weiteren befindet sich hier an dem Lungenautomat auch noch so ein Gummistopfen. Hier kann man einen Transponder einbauen. Der ist dafür da, um einfach Informationen für den Lungenautomat zu hinterlegen, wie zum Beispiel Intervalle, Prüfungen und weitere Informationen. Schauen wir ins Innere des Lungenautomaten. Da haben wir hier einen Bajonettverschluss. Da sehen wir auch die erste Besonderheit bei der Überdrucktechnik. Wir haben hier eine Feder verbaut. Dann ist hier noch ein Ring und die Lungenautomatenmembran. Die sieht so aus. Im Inneren des Lungenautomaten sieht man dann hier das Steuerventil. Wenn das nach unten gedrückt wird, dann strömt Luft in die Maske. Das ist das Dosierventil. Das heißt, wenn wir das runterdrücken, öffnet sich das und die Luft strömt aus der Mitteldruckleitung in den Lungenautomat, wird hier im Inneren nochmal mit einem Druckminderer runter reduziert vom Druck und dann geht es in die Maske. So sieht der Normaldrucklungenautomat ja auch von innen aus. Die Besonderheit ist, dass man dieses Steuerventil festsetzen kann. Dafür ist dieser Reset-Knopf da, der rot markiert ist, wenn wir die Gummihülle noch drauf haben. Ich drücke jetzt mal den Reset-Knopf und dann sieht man, kommt hier dieser rote Bügel hoch und stellt das Steuerventil fest, dass es nicht nach unten kann. Das heißt, jetzt würde keine Luft strömen. Wenn wir jetzt die Membran einsetzen und den Bajonettverschluss wieder drauf machen mit der Feder, dann passiert Folgendes: Wenn das Steuerventil entlastet ist, dann drückt die Feder die Membran nach unten. Und jetzt würde dauerhaft
ein Luftstrom da sein, bis der Druck in der Maske hoch genug ist, um die Feder wieder zurückzudrücken und das Ventil wieder nach oben zu drücken. Somit ist das Steuerventil dann entlastet und es strömt keine Luft mehr. Die Luft strömt dann weiter, wenn die Federkraft wieder stärker ist, das heißt, wenn der Druck in der Maske wieder abfällt. Folglich, wenn wir einatmen, dann passiert das. Das war es zum Aufbau der Funktion des Lungenautomat. Den genauen Unterschied zwischen Normaldruck und Überdruck schauen wir uns im nächsten Video an. Den Lungenautomat soll man natürlich immer vor Schmutz schützen und dass er nicht rumbaumelt überall und gegenschlägt. Gegen Schmutz haben wir einmal diese Schmutzkappe, die wir hier vorne einfach drauf machen. Oder wenn wir am Pressluftatmer hier an den Schultergurten so eine Befestigung haben für Normaldruck eigentlich, weil hier das Rundgewinde ist, da passt die RD40, das RD40-Gewinde dran. Da brauchen wir kein neues für den ESA, denn dieser passt auch hier dran. Denn wir haben hier auch diesen Ring drum und können somit den ESA auch einfach anstecken und können ihn dann am PA vernünftig befestigen. Wie aktivieren wir jetzt den Lungenautomat, wenn wir ihn einsetzen möchten? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können einmal den Knopf hier vorne drücken, den Spülknopf. Oder wir schließen an und atmen einmal tief ein. Dadurch wird die Membran angezogen, drückt auf das Steuerventil und deaktiviert den roten Bügel, den Reset-Taster. Das war's zum Dräger PSS ESA Lungenautomat. Wenn dazu noch Fragen sind, schreibt diese gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und im nächsten Video werden wir uns den genauen Unterschied zwischen Überdruck- und Normaldrucktechnik anschauen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Favorit ihr habt von den Anschlüssen und was ihr bei euch bei der Feuerwehr verwendet. Bis dahin, bleibt gesund, euer Alex.